verschlossen. Das ändern wir mal jetzt. Okay. Schleunigst weg hier. Das ist gar nicht gut. Elias, hab den Aufzug gefunden. Ich komm rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Krankenstation. Bestimmt ganz toll. Erlaubnis wurde erteilt. Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Toll! Zum Medizinbereich! Ist ja nicht so, dass wir da gerade sind, ne? Schleiche dich an den Sicherheitseinheiten vorbei. Das ist ja super. Großartig. Das wird großes Kino. Das ist ein bisschen wie bei die Siege-Song-Synthesen, ne? Bei Alien Isolation. Elias, können die uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten. Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Bleibt er im Geduckt-Modus? Ja, okay. Tipp, bleib außer Sichtweite. Wo ist der denn jetzt hin? Tötung autorisiert. Wo ist der denn jetzt? Die dürfen mich nicht. Ach, sag bloß. Flugscheißer. Bleibt der da stehen oder? Threat condition elevated. Ey, das war gar nicht übersetzt. Okay, das ist ein bisschen cringy. Okay, ich glaube, der bleibt da stehen. Ich hätte gerne da nochmal geguckt, ob da was liegt, aber ich traue mich nicht. Ich habe nachher Angst, dass er sich umdreht. Ah, jetzt geht er... Jetzt geht er natürlich weiter. Ist klar, selbstverständlich. Ist hier noch irgendwas am Liegen? Beeil dich, Mann! Das, schön unten bleiben. Ach, sag bloß. Das ging ja nochmal so gerade eben gut. Bisher. Ich warte mal eben, bis er mit dem Sichtkegel weg ist. So, jetzt. Ach, guck mal, wie niedlich er da steht. Er guckt aus dem Fenster. Ist ja toll. Oh, hier gibt es doch bestimmt was zum Sammeln, oder? Lecker. Noch nicht? Okay. Oh, er geht da hinten runter. Gott sei Dank. Kann ich ja nochmal hier ein bisschen gucken, oder? Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Sicher? Sicher? Kommt er zurück oder guckt er nur nach hier? Wenn du das sagst, werde ich dir da mal vertrauen. Hat er eigentlich eine Lampe irgendwie am Körper, weil es die ganze Zeit so leuchtet? Okay, die Tür ist zu. Also müssen wir durch die eine. Ah, hier ist noch was. Guck mal an. Hier können wir noch was machen. So. Aufgeschlossen. Okay, da geht's auch noch weiter. Oh, hier Spinde.
Ah, da ist wenigstens was drin. Nicht so wie bei Void Train, die leeren Spinde immer. So. Gut. Oder geht's hier weiter? Mann, ich will die andere Tür auch gucken. Ich habe Angst, dass die Tür hinter uns zufällt. Es sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Ich hoffe... Was passiert eigentlich, wenn ich in die Richtung gehe? Zu ihm da hinten? Oder geht's hier weiter? Oh Mann, ich hasse das. Wenn es tausend Wege gibt. Mann, jetzt bin ich unentschlossen. Ja, ich glaube, hier geht's weiter. Bevor ich in diesen Raum, Großraum gehe, würde ich sagen, gehe ich erstmal hier lang. Nein. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen mit dem Rennen, dass es auf L1 liegt. Das ist so weird. Umkleideraum. Aha. Sicherung erforderlich. Haben wir nicht. Vielleicht finden wir gleich eine. Was ist das für ein Raum? Ah ja, wir sind in der Krankenstation, ne? Ich frage mich, wie lange wir bewusstlos waren. Das muss ja schon eine gewisse Zeit jetzt gewesen sein, ne? Weil das ist ja nicht mal eben, ne? Dass das hier so alles so zu Bruch geht. Weil überleg mal, fast jeder Raum ist im Eimer. Brücken sind eingestürzt. So. Ich dachte, die geben irgendwas. Und... Ja, alles ist so drunter und drüber. Das ist ja nicht mal eben von einer Stunde oder so, ne? Das muss ja schon ein bisschen jetzt her sein. Vielleicht einen halben Tag. Ist alles nicht lecker. Aber die Geräuschkulisse ist echt cool, muss ich sagen. Da haben sie nicht zu viel versprochen. Ist wirklich gut. Da gefiel mir das Klo bei Death Stranding aber ein bisschen besser. Das Duschklo. Oh, da drin. Können wir da drin was machen? Da leuchtet so gut. Oh, hier liegen Credits. Hallo, meine Freunde. So, lass mal schauen, was wir hier so alles noch haben. Ja. Oh. Gut, dass wir nochmal hier hingegangen sind. Für 15 Credits. Das. Was? Was? Wer? Warum? Wieso? Ah, der weiß schon, dass wir da sind. Aua. Bin ich aber sauer. Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dass wir ihnen gelaufen sind. Hallo. Natürlich. Oh, Entschuldigung. Aua. Lässt du das sein? Alter! Mann, geh tot, du kleiner Schlingel! So, wir haben Leben. Füllt der Leben dann automatisch auf? Ah ja, ich glaube ja. Wenn man Leben einsammelt, kriegt man automatisch Leben. Sieht zumindest danach aus. Die Lebensanzeige ist übrigens in unserem Nacken, ne? Für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Aber Dead Space ist ja auch so, da hast du es hinten auf dem Rücken gehabt. Hier kommt doch bestimmt noch einer, ne? Ich hab's gewusst!
Okay, das muss man gut timen, muss ich sagen, mit dem Ausweichen. Aua! Okay, das ist echt eine gute Timing. Das muss echt gut getimed sein. Mit dem Ausweichen. Alter Schwede. So, Injektion. Machen wir mal. Ah, und gleich geht's mir besser. So, erstmal eine Aspirin in den Hals. Komplex. Ja, das war ein sehr schönes Abenteuer in der Umkleidekabine. Wenn ich das mal kurz so erwähnen darf. Wir gehen mal Richtung Kardiologie. So. Ab zum Kardiologen. So. Der Kardiologe wartet schon da hinten auf uns. Ich frage mich, ob wir da hinten... Ne, da kommen wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Naja, gehen wir erstmal weiter. Oh, eine Kiste. Was? Was zur Hölle? Wie? Hey, ich hab mich gerade geheilt. Was soll denn das? Toll. Hallo, Wilcher Jong. Oh, ist das die Sicherung, die wir brauchen? Toll, jetzt ist aber hier alles arschdunkel. Gibt's also Fake-Kisten oder was? Oh, da liegt was. Oh. Wie war das nochmal? Warte mal, was muss ich denn da mal drücken? Ich hab's vergessen. Ach so. Arsenal. Klinge, Brechstange, Eigentum der Black Iron Wartung. Unbefestigter Besitz seines, der Häftling wird mit harten Disziplinarstrafen geahndet. Schmugglerpaket? Verschiedene Hightech-Ersatzteile? Okay. Nutzen. Energieumwandler. So, hier. Audioprotokoll. Ach, guck mal, haben wir schon gefunden. Eins. Kann ich es abspielen? Wieso kann ich es nicht abspielen? Ach, wir haben nur das... Ach, wir haben 3 von 4 gefunden? Was? Ernsthaft jetzt? Gesuchte Person? Fracht? Wilcher Jong, Dankeschön! Vielen, vielen Dank! 3,5 Jahre schon! Verrückt. Okay, wir haben 3... Okay. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir die anderen noch finden werden oder ob wir die einfach schon liegen gelassen haben. 1, 2 und 4. Mal gucken. Laut Weisung 1a an Black Iron Sonderprojekteinheit beteiligt. C-Level Freigabe autorisiert. Keine Bewegungskriterien. Resiktorien, glaube ich. Sicherheitseinheit, Wärterkommando aktiv. Vor allen Dingen ist alles so groß geschrieben mit Caps Lock. Warum kann man das nicht irgendwie... Naja, egal. Ist mir bei den Dings auch schon aufgefallen, bei den anderen Texten. Auch bei den Tutorial-Texten ist alles auf groß geschrieben. Oh, warte mal. Wenn es ja hier weitergeht mit der Sicherung, ne? Wir hatten doch noch einen Raum mit einer Sicherung. Wo war das? Fällt mir gerade ein. Implantat. Wir hatten noch irgendwo einen Raum, wo wir die Sicherung auch einsetzen mussten. Wo war denn das? War das hier? Nee, hier sind wir dann geschlichen, ne? Oder war das bei der Umkleide da? Ich gehe nochmal eben gucken. Warte mal. Moment. Haben wir gleich. Ja, hier war das. Ah, Intensivstation.
Ach, guck mal einer an. Das ist ja nett. Energieumwandler, noch ein. Ja, juhu. Und nochmal ein Injektor. Sehr geil. Guck mal, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch völlig gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Aha, also sollte man auf jeden Fall nochmal alles untersuchen. Gut, dann nehmen wir die wieder mit. Das heißt also, damit können wir also Türen öffnen. Oder Energie erzeugen für Türen. So. Und danke, Willi Chayon, für 42 Monate, du alten Verrückten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir sind auch gerade auf einer YouTube-Aufnahme. So. Dum, 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 dum. So. Also gab es hier ein Geheimprojekt, ja? Wie es immer so ist. Gott, wir sollen uns heilen, ne? Oh, guck mal unten unsere Halsanzeige oder Nackenanzeige an. Nicht gut. Gar nicht gut. Ha. So. Der hat es auf jeden Fall sehr gut zugesetzt. Der Bildschirm wackelt sogar, wenn wir unterm Ventilator stehen. Hat hier was geleuchtet gerade? Nee, ne? So. Kommt ihr, ihr kleinen Scheißer. Dumm, dumm, dumm. Sicherheitssteuerung? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du was bei uns? Oder für uns? Komm her! Mann, gib her! Hast du irgendwas für uns mit dabei? Hat er nicht. So. Dieses Stampfen. Oh. Ja, Leben. Juhu. Mag ich gern. Was ist das hier? Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. Ah ja. Volle Veränderung hast du da gemacht. Gesundheit ist voll. Gesundheitsriegel, ne? Steht da? Ja, Riegel. Okay, die haben nichts für uns. Lockdown, Code 51. Suchen noch so ein bisschen die Tagebücher, ob wir die finden vielleicht. Aber hier sieht es jetzt nicht so danach aus. So, dann wollen wir mal. Okay. Geht's weiter? Jacob, es wird immer enger hier. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Oh nein. Ernsthaft jetzt? Ich sehe nichts. Oh ja. Hä, wo willst du hin? Okay. Den Gesundheitsriegel könnte ich jetzt nochmal gut brauchen. Oh, zwei ist aber fies.
Aber da möchte ich nicht unbedingt reingeraten. Ich meine, wir wollen es alle eigentlich mal sehen, ne? Eigentlich wollen wir alle das mal sehen, oder? Eigentlich wollen wir es gerne mal sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die Todessequenzen gerne mal alle sehen, ne? Oh ja. Jacob, hast du was gefunden? Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Shisha-Schocker! Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben's in sich. Und wir werden ihn brauchen. Ja. Nein, behalt das trotzdem! Hör zu, du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar, bis dann. Geht uns zum Wachturm, okay. Benutze ich den ganz normal wahrscheinlich, ne, den Schocker? Gott, diese Geräusche. Aua! Aua! Lecker! Oh, das ist auch schön hier. Die Spikes. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Hat der noch was für uns hier? Ich glaube, so menschliche Überreste haben, glaube ich, nichts für uns, nur die Gegner, ne? So. Kuckuck. Ich bin da. Alter, diese Geräusche, ne? Ich weiß gar nicht, woher das alles kommt. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie laufen über uns, dann neben uns und hast du nicht gesehen. Zugangshalle. Ich hoffe nicht, dass wir die Audiologs vergessen haben oder übersehen haben. Wäre echt schade. Schon gern wissen, was hier los ist. Das wird ja ein Spaziergang. Oh, da könnte was liegen, oder? Ah, der hat auch nichts, okay. Hier. Nö. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hier liegt nicht so viel rum, wie ich dachte. Oh, stimmt, wir sind fast wieder zurück. Irgendwas Schlimmes wird auch passieren. Ich weiß es jetzt schon. Definitiv. Oh, da hinten ist schon jemand. Ich habe ihn gesehen. Der hat mich, glaube ich, noch gar nicht realisiert, ne? Oh, da sind zwei. Shit. Muss ich jetzt dahin wieder zurück oder wo muss ich hin? Was war denn jetzt meine Aufgabe? Warte mal. Finde das Waffenlager. Muss ich da lang? Bei denen? Shit. Muss bestimmt da lang, ne? Kann ich den einen erst vielleicht locken? Diese Geräusche. Na komm hier. Ah!
Er hat keine Arme mehr. Keine Arme, keine Beine, keine Führerscheine. Wo kommt der denn her? Hast du noch einen Arm? Keine Beine, keine Arme, keine Kekse. Ich dachte, der kommt auch rüber, aber anscheinend... Wo kam der denn her, der eine? Keine Arme, keine Beine, keine Führerscheine. Haha. Anzeige gelb. Alter. Arm ab. Jawohl. Lieber Arm ab. Lieber Arm ab als Arm dran, wa? Nee, lieber Arm dran als Arm ab. So. Ist das nicht die Zelle gewesen von unserem Dude hier? Ja, ne? Ja, Elias. Nee. Elias, so. Entschuldigung. Elias. Wo haben wir den? Da. Elias Porter. Verurteilt. Lebenslang ohne Bewährung. Keine Verstöße gegen Gefängnisvorschriften notiert. Freigegeben für Level 3 Arbeitskommando, Zugang inklusive Abwasseranlage, Notiz autorisierte Speichermodifikation am Chorgerät des Häftlings entdeckt. Dieser neue Warden, weiß nicht, was ich von ihm halte. Hat den Black Iron in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Trotzdem, was immer da auch vorgeht, das könnte endlich meine Chance sein. Ich muss nur bereit sein. Mhm. Hallo Zwinker, grüß dich. Willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wir sind gerade in der YouTube-Aufnahme zu Callisto-Protokoll. Haben wir was Neues? Nee, haben wir nichts gefunden, ne? Okay, aber warte mal. Was ist denn Fracht? Achso. Okay. Weil das da oben noch so komisch leuchtet bei Daten-BIOS, oder? Oder ist das hier? Achso, weil das den Elektroschocker. Okay, alles klar. Gut, weiter geht's. Mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Und ja, willkommen zu The Callisto-Protokoll. Und das Game bisher finde ich ganz cool. Grafisch, soundtechnisch echt. Schocker auch. Story weiß ich noch nicht, kann ich nicht viel zu sagen. So ein bisschen auffällig, Lippen ist nicht synchron. Die Texte, die beim Untertitel unten stehen, sind auch nicht immer ganz richtig. Ja, das Kampfsystem weiß ich noch nicht so, was ich davon halten soll. Man muss ein bisschen üben. Aber sonst ist das irgendwie sonst ganz cool. Gefällt mir sehr gut. Gut, wie gesagt, Meinungen gehen ja auseinander. Ne? Was dem einen gefällt, muss dem anderen noch lange nicht gefallen. So einfach ist das. Ja. So. Gut. Finger nach oben und man wird dich loben. Ach, da geht's raus. Nein. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Verdammt. Sir, Squad 9 ist ausgelöscht. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktiviert sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole. Schusserlaubnis erteilt. Ja, Sir. Schusserlaubnis erteilt. Sir, das wird... Nein, das ist ein Befehl. Komm ich da rein? Da liegt was am Tisch. Wie komme ich denn da rein bei dem? Da liegt ein Dings am Tisch bei dem. Komme ich denn da rein? Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Oder muss ich die Scheibe einfach zerdeppern? Ah, hier. Hä, aber ich will da rein. Da lag was am Tisch. Das hört er doch. Aua! Du? Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Zieh doch mal deinen Handschuh aus, dann sehen wir mal, wofür ich Zeit habe. Ich spiele auf Mittel, ja? Ah,
Du stürzt ja. Warum? Und dann geht dir alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich leben? Wie wär's, wenn ich die Tür einfach aufmache? Das ist mein König. Du kannst es genau, haben. Viel Spaß. Tschüss. Finde den Ausgang. Elias, ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Ja. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Okay. So, wir haben wieder eine Aufnahme von Captain Leon Ferris. Dem Blödmann von gerade. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Nur Marlers Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Mhm. Wir sind die ganzen Inmates, glaube ich. Die durchgestrichen sind, sind tot, glaube ich. Sieht zumindest danach aus. Ist hier sonst noch was? Ich schaue mich nur noch mal einmal um. Nicht, dass ich irgendwas hier übersehe. So, hier ist aber, glaube ich, nichts, ne? Nee. Hoffentlich finden wir wieder einen Gesundheitsriegel oder so. Okay. So. Sicherheitscheckpoint. P402. Kommt jetzt. Hä? Warum sind wir da drauf? Achso, wir werden hier wahrscheinlich gescannt, ne? Okay, Prozession abgeschlossen. Boah, es erinnert auch echt stark an Alien Isolation, ne? Ich mag dieses Weltraum-Horror-Setting irgendwie. Das ist voll geil. What?